Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Far Cry 5. Heute helfen wir erstmal Nick aus der Patsche, denn er wird mit seinem schicken Flugzeug gerade ein wenig unter Druck gesetzt. Ich hab das Ziel in Sicht. Auf geht's, Boomer! Oh Mann, und die Elche, die kommen auch dazu. Oh, die sind ja riesig! Ja, und tatsächlich haben wir auch direkt auch schon mal die erste Herausforderung für heute abgeschlossen. Nämlich Elche zu häuten. Und damit haben wir uns drei weitere Vorteilspunkte erarbeitet. Das ist natürlich hervorragend. Ein guter Start in die heutige Folge. Und ich hoffe, dass es genauso gut auch weitergeht. Boah. Verdammt. Alter Falter. Ja, heute ist das Ziel, ein wenig weiter in der Story fortzuschreiten und, natürlich auch schön den Peggys in den Hintern zu treten. Warum leuchten die Gegner seit neuestem? Ha, man weiß es nicht. Naja, egal. Boomer, auf geht's. Wir gehen jetzt dahin. Was auch immer uns da erwartet. Moment. Vorteile. 5 Punkte. Wir könnten Boomer verbessern oder Nick Rye verbessern. Verbessern wir erstmal Nick Rye. Erstmal so ein bisschen an den Nutzen denken. Ach ja, und hier können wir den Helikopter holen. Ah, stimmt, wir müssen 3 Punkte abchecken und müssen schauen, wo der Heli denn ist. So, erstmal ein bisschen Beute verkaufen. Wie viel gibt's hier für? $300, das ist eine Menge. Okay, für einen Elch gibt es 350 Alpha-Elch-Haut. So, schnell verkauft. $2175 gibt es dafür. Ordentlich. So, Werkstatt. Moment, sind das Autos? Gab es hier nicht irgendwo auch Flugzeuge, also Helis abzuholen? Ach, da unten. Ja, dann machen wir das. Knurren vom Boomer irritiert mich immer wieder ein bisschen. So, wir könnten natürlich auch so ein neues Helikopterchen nehmen. Kommt, nehmen wir mal den Buzzer. Scheint stark zu sein. $7200. Gut, da muss man natürlich sagen, dass $7200 wahrscheinlich für einen Helikopter echt nicht teuer ist, aber... Okay, da hinten wird geschossen. So, Moment. Ah! Da, so. Auch hier, ich finde es ein bisschen unintuitiv, dass ich nochmal jetzt hier rein muss, aber gut, das sollte ich irgendwann auch mal gelernt haben. So, eintreten. Gerade da unten gehört. Okay, diesen Punkt haben wir schon mal ausgecheckt. Hey Schatz, nicht vergessen, du suchst nach meiner Tulip und da sitzt ein verwanzter Typ hinterm Knüppel. Bleib dran, Schätzchen! Ja, okay, also... Deine Tulip in allen Ehren. Ich werde jetzt nicht die gesamte Map umkreisen, nur um deinen Helikopter zu finden. Natürlich werden wir uns derweil auch anderen Aufgaben widmen. Zum Beispiel hier. Erreiche die Wasseraufbereitungsanlage. Eden's Gate kontrolliert die Wasseraufbereitungsanlage und pumpt Bliss ins Trinkwasser. Zerstöre die Pumpen und setze diesem Treiben ein Ende. Klingt auch sehr wichtig. Deswegen fliegen wir da jetzt sofort hin.
Jawohl. Na komm schon. Oh Mann, das sind echt viele noch. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz ins Pausenmenü. Helferauswahl. Liebe... Hey, Peaches ist wieder da. So, und wir eilen Boomer zu Hilfe. Huh, Rettung in letzter Sekunde. Wichtig ist, dass er aber gerettet wird. Hört das Wort. Der Pfad nach Eden steht all jenen offen. Die Faith folgen... Okay, gut. Das hatten wir, glaube ich, schon mal gelesen. Jawohl, Boomer! Einen Weg hineinfinden. Wir könnten natürlich versuchen, übers Dach reinzukommen. Oder wir lesen hier, was da los ist. Dringlichkeitsvermerk. Die Berechnungen müssen noch einmal vorgenommen werden. Wir haben unterschätzt, wie sehr das Bliss im Wasser verdünnt wird. Wir brauchen eine größere Menge oder ein konzentrierteres Produkt. Je länger wir Fehler machen, desto länger leiden die Ungläubigen ohne das Bliss. Konzentriert euch nur darauf, dieses Problem zu lösen. Ja, okay, gut, das hilft uns jetzt nicht weiter, wie wir reinkommen. Mal kurz in den Heli gehen. Gut, auch das bringt uns, glaube ich, relativ wenig. Okay, vielleicht müssen wir die Leute untersuchen. Oder wir müssen ins Wasser. Oder wartet mal. Okay, zum ersten Mal leidet die Framerate. Och, komm! Ich will hier nur rein. Sehr gut. Okay, schnell, 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 schnell. Nur Notausgang. Na gut, für den werden wir gleich sorgen.
Von da ganz hinten kommen die auch an. Jo, also... Sorry, die Anzahl der Gegner, die ist halt so unfassbar hoch, ey. Da kommt der nächste Truck. Sag mal. Haben die nichts anderes zu tun? Ist mein Hund in Ruhe? Oder ist es Peaches? Egal. Lass sie in Ruhe. Jawohl. Ey, was ist mit dir los? Jetzt haben wir natürlich unseren beiden Tieren erstmal. Na gut. Boah, es ist halt wirklich ein bisschen anstrengend, wenn so oft so viele Gegner kommen. Okay, hier muss man wenigstens nichts wegsprengen. Hallo. Ich kann hier nicht hoch. Ich komme hier nicht hoch. Leute. Okay, ich hoffe, wir schaffen es auch rechtzeitig. Man kann der Wasserstand nicht deutlich höher steigen jetzt. Ah, okay, schön. Entspannt. Du kannst das Wasser stoppen, aber nicht das Bliss. Es ist ein erster Schritt. So, Dede. Damit haben wir die Trinkwasserversorgung gesichert. 900 Punkte haben wir denen aufgebrummt. Die nächsten Dudes kommen hier an. Sollte definitiv mal raus. Die Peggys sind stinksauer wegen ihrer Wasseraufbereitung. Die scheinen dich wohl nicht allzu sehr zu mögen. Gut gemacht, Deputy. Okay, wir triggern mal die Mission. Schön, dass du hier bist. Ja, ich weiß nicht so recht, ob ich das schön finden soll. Wir haben dich in unser Haus gelassen, in unser Herz. Vertraue dem Pfad und du findest die Antworten, nach denen du suchst. Selbst die, die gegen uns kämpfen, suchen nach Erlösung. Du bist der Beweis. Wir alle brauchen Führung in solchen Zeiten. Deshalb müssen wir stark sein. Wir müssen wachsam sein. Jetzt siehst du es. Jetzt wirst du es verstehen. Weil die da draußen werden sehen, was wir erschaffen haben im neuen Eden. Die Liebe. Und sie werden kommen. Und sie werden uns das alles abnehmen wollen.
Du richtest mich. Du richtest uns. Und was wir getan haben. Die Leute sagen, dass ich verrückt bin. Aber wenn du morgens aufwachst, siehst du dieselben Nachrichten wie ich. Packt dich da nicht derselbe Horror? Das ist unsere Welt? Das? Das ist die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen? Gemeinden werden auseinandergerissen. Mauern werden errichtet, weil die Führer zu machtlos sind, um zu handeln. Weil die Tyrannen zu dumm sind, um uns anzuführen. Ich habe nicht darum gebeten. Ich wurde auserwählt. Siehe, alles nähert sich seinem Ende. Du kannst es fühlen. Ich weiß, du fühlst es. Die Menschheit ist schwach und verletzlich. Und wir rasen auf unsere Vernichtung zu und niemand ist bereit, irgendetwas dagegen zu unternehmen. Ich kann es sehen. Du kannst es sehen. Und wir sind nicht verrückt. Aber was sollen wir tun? Einfach warten auf das Unvermeidliche? Ich behaupte nicht, dass ich perfekt bin. Aber ich habe gesehen, was kommt und beschlossen zu handeln. Anzuführen. Weil die Gesellschaft zerbrochen ist. Und der einzige Weg nach vorne ist zurück zu dem, wie es früher war. Unschuldig und rein. So sicher und beschützt in unserem Garten. Ich kann dich halten. Ja, ein wenig Gesellschaftskritik ist auch mit dabei. Rookie, öffne die Augen! Gib ihm das Adrenalin! Komm schon! Willst du nicht kämpfen? Komm! Jetzt beruhige dich! Keine Bewegung! Du bleibst jetzt liegen, ganz still! Gut. Grundgütiger, du hast uns eine Scheißangst eingejagt. Hey, Sheriff. Ein paar haben es nicht geschafft. Die Jungs sagen... Was ist mit Burke? Der Grady soll ihn haben, aber... Und wo ist dieser Grady? Ach, Herrgott. Also, du musst dich entspannen. Leg dich hin. Wir reden dann morgen. Jesus. Bist zu schnell aus dem Rausch erwacht. Das Zeug kann dein Gehirn kräftig in den Arsch ficken. Also diese vulgäre Wortwahl hätte nicht unbedingt immer sein müssen, finde ich. Ich sollte da draußen sein und den Menschen helfen. Oh, hey. Manchmal finde ich es okay, aber... In Gefängnismauern ist es sicher. Da kommen die Bengis nachts nicht hin. Das Bliss. Ich dachte, wir hätten dich ans Bliss verloren, Deputy. Zum Glück war der Sheriff zur Stelle. Gib dein Bestes, um dich zu revanchieren. Ich habe neulich das Drogenlabor unter dem Flyshop ausgekundschaftet. Aus dem Keller kamen furchtbare Geräusche. Ich glaube, die haben da eine ganze Horde Angels eingesperrt. Nicht sicher, ob ich da unbedingt hin möchte. Hi. Reife Leistung im Gefängnis. Ich möchte die Musik eigentlich nicht unterbrechen. Ich finde die Musik echt schön aus dem Spiel. Ah, der Soundtrack ist so wunderbar. Der ist wirklich toll, also kann man echt nicht viel gegen sagen. Hey Mädchen. Ich wusste, dass du uns helfen würdest. Okay.
Okay, mal schauen, wo wir noch hin können. Ja, die beiden haben wir etwa gleichzeitig verloren. Nick können wir auswählen. Und wir nehmen mal Sharky Bowshaw, den ich in einer, ja, verloren gegangenen Episode befreit habe. Nolan's Fly Shop. Ah, wie gesagt, nicht sicher, ob ich da unbedingt hin möchte. Okay, ihre Kanonenboote könnten wir kaputt machen. Das ist natürlich schon mal eine Idee. Mal sehen. 10 von 43 abgeschlossene Aufträge. Hier haben wir schon 32 abgeschlossen. Ein Außenposten noch nicht, einmal das Eigentum noch nicht. Okay, hier fehlen noch ein paar Sachen. Spezialisten brauchen wir noch. Einen. 6 Außenposten, 15 mal Eigentum und 33 Aufträge noch. Na gut, das Eigentum, wurde das schon großflächig hier markiert? Ich glaube nur ein oder zwei Sachen vielleicht, oder? Ja, die Prepper-Verstecke, die zählen überhaupt gar nicht dazu. Das finde ich auch interessant. Aber sie bringen einem halt einiges. Ach, hier ein Schrein. Okay. Na gut, dann setzen wir uns nochmal einen Wegpunkt zu einem Schrein. Gehen wir zu einem Heli. Holen uns einen Heli und fliegen mal rüber. Ja, die Mission gerade eben, die war schon krass. Muss man schon mal dazu sagen. Also, diese Drogentrips in Far Cry, die sind auch immer wieder interessant. So, Heli-Fliegen mache ich übrigens mittlerweile auch mit Tastatur. Finde ich ganz cool. Da ist noch ein Schrein. Ha, manchmal einfach mal nur gucken und schießen. Mit Pizza Bar. Da unten! Auf eine Pizza hätte ich demnächst auch mal Lust. Nein, Spaß, ich habe heute schon eine gegessen. Aber seit langer Zeit mal wieder, ne? Ich habe echt schon lange keine Pizza mehr gegessen. Sekten-VIP eliminiert. Finde ich okay. War nicht unbedingt mein Ziel, auch den Zivilisten zu retten. Ich wollte eigentlich nur den Schrein kaputt machen, aber geht klar. Ach komm, der Schrein. Götzen. Werden die jetzt eigentlich eingezeichnet? Nee, ne? Nee, werden sie nicht. Na gut, dann möchte ich sie auch nicht als Mission ausgewählt haben. Das ist wieder eine Sidequest. Ah ja, aber ich würde sagen, die, ob es jetzt eine Sidequest ist oder eine Nebenquest, das nimmt sich tatsächlich in Far Cry 5 nicht so viel. Einmal Blei, wie bestellt. Ich meine, die Hauptquests, die muss man ja auch nicht unbedingt machen, damit man das Spiel durchspielt. Das ist eine sehr interessante Entscheidung, muss ich übrigens sagen, dass man da nicht sagt, hey, du bist gezwungen, alle Quests hier zu machen. Ich geh meine Runde, deck mich! Okay, das ging voll klar, die Mission. Das war die schnellste Mission, die man sich so vorstellen kann, oder? So, irgendwas in der Nähe vom Gefängnis noch. Ja, was ist denn hier? Mit wem kann ich hier reden? Vor allem warum?
hier nur wieder Frieden bekommen, wenn wir dafür kämpfen. Danke nochmal für die Hilfe. Kein Ding. So, Beute haben wir nicht. Gegenstände könnten wir gebrauchen. Jawohl, Körperpanzer, immer gut. Oh, Granaten vielleicht. Alles andere brauchen wir nicht zwingend. Jeder Jäger braucht einen und Geduld. Gegen die Zecken. Die Geduld für den Deputy. Wie läuft's? Deputy, ich muss dich was fragen. Hast du schon mal von einem Kerl namens Feeney gehört? Er war der Apotheker der Stadt. Viele haben ihn respektiert, hielten ihn für eine Stütze der Gemeinde. In Wahrheit war er nur ein Drogendealer. Feeney ist jetzt bei der Sekte, hat denen geholfen, Bliss zu erschaffen. Er soll oben bei den Jessop-Gewächshäusern sein. Da gab es einen wunderschönen Lichthof, bevor. Jetzt nutzt Feeney das, um sein Gift anzubauen. Überall nur noch Felder von diesen grässlichen Blumen. Also dachte ich, wenn du da zufällig vorbeikommst und seine Blumen verbrennst, ich wette, dann kommt Feeney bestimmt panisch angelaufen. Die Sünden des Vaters. Ich gern weiter. Ich habe hier schon genug Zeit verbracht. Hi, Homie. Danke. Jawohl, also wir können vieles machen. Und sagen, wir steigen als allererstes in unseren Heli. Ja, das ist so ein kleines bisschen schade, dass wenn Helikopter oder wenn ja, so Helikopter oder ähnliches, wenn das alles halt freigeschaltet ist in einem Spiel, dann gibt es halt viele, viele Fahrzeuge oder auch vielleicht Flugzeuge. Ich fange auch nicht damit an. Hä? Wer bist du denn? Ja, also Fahr- und Flugzeuge werden dann größtenteils überflüssig. Also viele Flugzeuge, ja, in dem Fall Hubschrauber, die meisten werden überflüssig. Und Fahrzeuge, ja gut, warum mit Autos großartig rumfahren, ne? Das ist, glaube ich, eine berechtigte Frage. Ich meine, Helikopter ist dann doch die wirklich mit Abstand leichteste. Danke, dass du die Blitztransporter angegriffen hast. Faith-Leute nutzen die Trucks und Boote, um ganz Hope County mit dem Zeug zu versorgen. Wird nicht schaden, wenn du noch mehr zerstörst. Wenn die was herstellen, was die Leute umbringt, tja, dann wäre es doch nur gerecht, wenn der Tod auch mal gehörig an ihrer Tür klopft. Der Krieg gegen die Drogen. Es ist die schnellste Methode, es ist die einfachste Methode, weil du halt am flexibelsten bist. Du kannst auch Berge hochfliegen damit. Und es ist halt die stärkste Methode, weil du kannst alle killen. Okay, was ist mit euch los hier? Sieht eigentlich nach einem sehr guten Bogen aus. Schmeiß mal rüber. Ist das was vom Gericht? Wenn ja, hat Guy dir nichts zu sagen. Warte, du bist neu. Willst du beim Film arbeiten? Natürlich willst du. Du bist die Lösung aller Probleme. Die Geschichte. Ein Niemand aus einer Kleinstadt. Du kommt gerade rechtzeitig, um einen weltbekannten Künstler zu retten. Mich, Guy Marvel. Der Film, Meisterwerk, ist seit 4 Jahren in der Mache. Und Guy lässt sich nicht stören. Nicht von diesen verfickten Pöbeln. Ohne jegliche filmische Vision. Weißt du, wie viele verfickte Preise Blood Dragon 3 einstreichen wird, wenn wir dieses Monster richtig drehen? Alle! Außer, dass sie gegenständig überflogen wird. Eine 160-Dezibel-Krachmaschine. Und wir brauchen absolute Ruhe für diese Szene. Sei der Held, Kleiner. Der erste Assistent erklärt dir alles. Guys eigenes Genie braucht erstmal einen Schönheitsschlaf. Das letzte Mal, dass ich für eine französische Firma arbeite. Ich könnte einen Flieger auch mit verbundenen Augen reparieren. Jawohl. Shit! Sorry, war nur, weil du bald Vater wirst. Beeil's für dich. Lass uns in einem Krisengebiet drehen. Ja, ein kleines Easter Egg. Far Cry 3 Blood Dragon. Sehr schön. Strahlungswerte im gefährlichen Bereich. So, aber wir fliegen nochmal los. Auch da nochmal ein
passendes Plakat. Ja, geil, dreh die Mucke auf. Aber nicht diesen Peggy-Scheiß. Ja, Leute, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank euch fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei Far Cry 5. Wir sehen uns beim nächsten Mal definitiv wieder. Dann legen wir hier erstmal los und werden den neuen Hubschrauber freischalten. Ja? Also schauen wir mal. Ich denke, ihr seid auch dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten bis demnächst. Macht's gut.